heute mal mit einer nicht ganz so schönen Nachricht. Ich fliege heute am 4. Dezember zurück nach Deutschland. Mir ging es gesundheitlich die letzten 2 Wochen nicht so gut. War im Krankenhaus etc., wie ihr schon gesehen habt, leider nicht nur einmal und muss mich jetzt leider verabschieden. Es war eigentlich die schönste Zeit, wo ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Und ich freue mich auch, dass ihr da alle zugeschaut habt. Meine Reise wird weitergehen, hoffentlich. Ja, das gehört jetzt vielleicht einfach auch dazu. Ja. Und haben dann leckere Bettwanzen im Bett gefunden. Wir sind hier in Chiang Mai. Tisina ist gesundheitlich nach Deutschland geflogen. Jetzt habe ich ein paar Tage hier alleine ausgesessen und jetzt bin ich endlich wieder unter Menschen. Schlafen legen und haben dann leckere Bettwanzen im Bett gefunden, in all unseren Betten. Und jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Wir machen durch, würde ich sagen. Es sind so viele Bettwanzen, da kann man nicht schlafen. Möchte mal, ist da noch die Bettwanze? Ich will die aber filmen. Lass mal eine neue suchen. Bettwanzen reisen heimlich per Anhalter in eurer Kleidung und auf eurem Rucksack mit, bis es ihnen an einem neuen Ort mit viel frischem Blut besser gefällt. Daher ist es auch alles andere als einfach, sie gut von besuchten Betten mit ständig wechselnden Gästen fernzuhalten. Ich glaube, das Mückenspray hilft. Ja, da steht 4 Stunden gegen Zecken. Also ja, Zecken. Zecken. Ich juckt den ganzen Körper. Oh, wir wechseln das Hostel. Let's go. Aufgeregt, weil die Emily aus Deutschland nachkommt und ich die jetzt vom Flughafen abholen werde. Wir chillen uns jetzt in den Park in Chiang Mai, der ist ganz links unten von diesem Quadrat der Innenstadt.
gehen jetzt was essen. Ja.